Chaos Sykes hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen guten Tag gehabt, auch wenn es ein Montag ist. Ja, traurig, aber wahr. Montage sind nicht gerade unbedingt toll. Aber das soll nicht das Thema sein des heutigen Videos. Das Thema des heutigen Videos wird sein oder soll sein, mein Kanal im Allgemeinen. Und viele haben ja mitbekommen gehabt, dass ich doch eine längere Zeit eigentlich gar nichts mehr hochgeladen habe. Das ist unter anderem auch meinem Rechner zu verdanken. Als ich Ende April oder Ende Mai, ich weiß nicht mehr ganz genau, in Köln war, lief mein Rechner im Standby-Modus und als ich wieder zu Hause angekommen bin, ich glaube anderthalb Wochen später, hat mein Rechner gemeint, nicht mehr zu wollen. Ja, ist blöd, aber kann man nicht ändern. Und in der ganzen Zeit, wo mein Rechner nicht gelaufen ist, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht gehabt zu meinem Kanal und wie sich das Ganze so entwickelt hat. Viele können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich in meinem Intro stehen hatte, Edits with Passion. Das habe ich jetzt seit den letzten Videos geändert und das steht jetzt eben Videos with Passion. Und das ist auch schon der springende Punkt. Nicht, dass ich keine Edits mit Passion oder mit Passion machen will oder generell nicht mehr mache. Das ist es nicht, nur ich versuche den Kanal ein bisschen umzustrukturieren, dass für jedermann was dabei ist und dass man sagen könnte, ey, man baut eine kleine, doch etwas größere Community auf und nimmt verschiedene Sachen hinzu oder auch das ganze Thema Livestreaming. Ich habe jetzt die letzten Tage doch öfter gestreamt, also zwei, dreimal glaube ich. Ja, das ist für mich schon öfter, denn ich habe eigentlich nichts mit dem Stream an sich zu tun. Aber es ist was anderes und es macht auch Spaß. Klar, okay, es schlaucht auch, ja. Aber auch die Zuschauer haben Spaß mit meinen, ja, sagen wir, nennen wir es einfach mal Raid. Es ist, komm, sind wir ehrlich, es ist Raid. Jetzt kriege ich so eine scheiß Dreckslobby. Safe kam immer noch da oben. Ja, guck den an! Mit der Titan! Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ich packe euch den Link zu meinem Twitch-Account in die Beschreibung. Und auch alles zu meinen Social Media, Discord, Insta, Facebook. Lasst euch alles in die Beschreibung, könnt ihr gerne vorbeischauen. Gerade auch auf Discord. Auf Discord werde ich meist ungefähr ein bis zwei Stunden früher Bescheid geben, wann ich eben streame. An selbigem Tag eben. Dann könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch Discord bekommt eine Benachrichtigung, wenn ich eben dann halt eben anfange, einen Stream zu machen. Genau dasselbe Prinzip wie wenn ich ein YouTube-Video hochlade. Dann bekommt ihr auf Discord auch eine Nachricht automatisch von Mi6, dass Motorcycles ein Video hochgeladen hat. Deswegen würde mich freuen, euch dort zu sehen auf Discord. Jedenfalls der Punkt bezüglich, um wieder zurückzukommen zum Thema Edits with Passion, das ist abgeändert in Videos with Passion. Ich habe das Öfteren jetzt auch schon Funny Moments hochgeladen gehabt. Vielleicht ein bisschen Überlänge, ja, aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, das Ganze zu schneiden. Gerade auch das Ganze mit Kalt zusammen aufzunehmen. Oder erst zuletzt auch das Stick and Stone, ja, das Stick and Stone Video mit Patrick und Daniel. Meine Nerven, ja, die Nerven lagen blank. Das war zu viel auf einmal. War schon recht witzig. Und ich will mich nicht auf eine Sache festlegen, die mir nach einer Zeit dann irgendwann nicht mehr gefällt. Das heißt nicht, dass mir das ganze diese ganze Edit-Szene nicht gefällt, sondern einfach nur Need for Speed ist, weiß nicht. Need for Speed Payback ist momentan so ein bisschen am Auslaufen. Also es klingt langsam aus, gerade auch wenn wir jetzt nächsten Monat das neue Need for Speed vorgestellt bekommen auf der Gamescom. Das habe ich schon mal ein Video gemacht gehabt, das verlinke ich dann auch gerade mal. Entweder in der Videobeschreibung oder eben oben rechts Infobox, ihr wisst Bescheid. Ich denke mal, da wird es dann wieder mehr Videos geben oder mehr Edits geben. Aber auch vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr wollt, ein Let's Play. Man munkelt, man weiß es nicht. Es wäre ja möglich. Ja. Aber das liegt ja auch an euch. So, ich meine, ist ja nicht so, dass ich sage, von wegen, dass es mein Kanal ist. Ja. Ich meine, wir machen das Ganze zusammen. So, ohne euch gäbe es mich nicht so. Und auch die ganzen Sachen drumherum, die ich aufgebaut habe, die gäbe es ja so in dem Moment nicht. Deswegen, lasst mich wissen, was ihr so sehen wollt. Wie gesagt, unter anderem plane ich halt auch jetzt des Öfteren halt eben Streams, ja, oder generell auch unabhängige Videos von meinen Edits. By the way, auch danke für das Feedback auf The Return mit dem NSX Rocket Bunny. Kam doch sehr gut an, auch dass manchen aufgefallen ist, dass die Grafik vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Ja. Grüße an der Stelle übrigens an, ich glaube Tistre war es, der das geschrieben hatte mit der Qualität. Danke an der Stelle, dass es dir auch gefallen ist.
Danke auch für das unglaubliche Feedback auf das meine Erwartungen bzw. meine Kritik an Need for Speed, was ich auch hochgeladen hatte. Da gab es doch schon einige schöne Konversationen in den Kommentaren. Fand ich sehr geil. Danke dafür auch nochmal. Aber wie gesagt, ich versuche das Ganze halt ein bisschen umzustrukturieren, um das Ganze ein bisschen breiter zu fächern, damit ich mehr machen kann. So, wie gesagt, ich will mich nicht auf eine Sache festlegen. Zudem, in der Zeit, wo mein Rechner nicht so gelaufen ist, wie er sollte, habe ich mich dann auch noch ein bisschen anderweitig probiert. Und dann entstand Unique Graphics. Link zu Unique Graphics findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Da könnt ihr euch mal umschauen. Da passiert mein ganzer Grafik- und Design-Stuff, den ich halt eben so erstelle. Ich meine, so die ganzen Mates von mir, also jetzt wirklich in mein engster Kreis, ja, beispielsweise Leon, der aka Remix, Patrick, aka SlayX, oder eben auch Anton. Grüße an der Stelle. Wir warten auf ein Video hier. Wir warten auf ein Video von The Shadow. Wo bleibst du? Ja. So, daran sieht man ja schon, dass ich ja jetzt kein schlechter, ja, Hobbydesigner bin. So, ich kann ja schon was, ja, so ist es ja nicht. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mich auf der Ebene auch unterstützen würdet. Auf ganz entspannter Basis natürlich. Ja, ihr wisst Bescheid. Und im Grundlegend sollte es das so von mir gewesen sein. Wie gesagt, schaut gerne bei den Streams vorbei. Ich glaube, ich werde heute auch nochmal live gehen. Wie gesagt, Link dazu findet ihr in der Beschreibung oder auch Discord. Einfach beitreten, dort erfahrt ihr eine Stunde bis auch maximal zwei Stunden früher, ob ich heute nochmal live gehe oder nicht. Und dann von Mi6 selbst eine Benachrichtigung, dass ich eben live gegangen bin. Wahrscheinlich werde ich wieder mit BO4 live gehen, falls wir welche haben, die BO4 doch zocken, ja. Lasst es mich wissen. Schaut vorbei. Vielleicht kann man auch zusammen streamen. Wäre auch eine schöne Sache. So zusammen mit der Community wäre schon cool. Das allerdings soll es an der Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, einen schönen Tag gehabt und werdet jetzt noch einen schönen Abend haben oder einen schönen Tag generell. Ich weiß nicht ganz genau, wann ihr das schaut. Ja. Natürlich bezieht sich das mit dem Livestream natürlich auf Montag. Ich nehme das Video heute auf und lade es heute hoch. Ja. Ich gehe heute Montag vielleicht nochmal live. Ich weiß nicht ganz genau. Deswegen, haltet die Augen offen. Schaut auf Discord vorbei, schaut auf Twitch vorbei und auf sonstige Social Media Plattformen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare, was ihr eventuell sehen wolltet. Wie gesagt, ich bin dabei, ein bisschen umzustrukturieren, das ist unser Kanal. Ja. Ihr habt auch einen Teil dessen zu bestimmen, was ihr sehen wollt, was ich hochlade. Und deswegen würde ich sagen, haut da rein, macht's nicht gut, macht's besser. Ich bin raus. Ciao.